Wir haben im Augenblick ein Problem mit unserem Bundeswirtschaftsministerium, mit dem Bundeswirtschaftsminister, mit seinem ehemaligen Staatssekretär Greichen. Und in den Medien und in der öffentlichen Wahrnehmung wird jetzt davon gesprochen, dass sich in diesem Ministerium um Robert Habeck herum quasi eine grüne Clanstruktur etabliert hat. Wenn wir gerade das Thema Clanstrukturen sehr sachlich abgearbeitet haben, ist das dann nicht etwas zu polemisch und ist das nicht etwas übertrieben, wenn man von Clanstrukturen im Ministerium um Robert Habeck spricht? Das würde ich schon bestätigen. Hier würde man, glaube ich, Äpfel mit Birnen verwechseln. Also in dem einen Fall, was wir jetzt die letzte halbe Stunde besprochen haben, geht es wirklich um schwere Kriminalität, Drogenhandel, Menschenhandel, Prostitution, Glücksspiel, Auftragsmorde und so weiter. Was wir jetzt öffentlich diskutieren im Zusammenhang mit den Grünen und dem Bundeswirtschaftsministerium, sind politische Clanstrukturen. Da geht es um was ganz anderes. Es mag sein, dass ab und an auch Gelder fließen, was absolut verwerflich ist, aber das ist sicherlich unser Problem. Das politische Problem ist, dass jedenfalls das Beamtenrecht in Teilen aus meiner Sicht zur Seite gedrückt wird und man politisch das Ziel verfolgt, bestimmte politische Weggefährten, politische Freunde, familiäre Freunde unterzubringen, vor dem Hintergrund, dass das die Leute sind, die diese Politik der Grünen reinen Herzens mittragen. Und das ist ein riesiges politisches Problem. Denn nach deutschem Beamtenrecht soll der Beamtenapparat neutral und objektiv den jeweiligen Ministern und dem jeweiligen Kanzler dienen und soll nicht durchpolitisiert werden. Und was ich jetzt wahrnehme bei den Grünen ist, sie wollen da, wo sie Minister haben, die Ämter, die Ministerien durchpolitisieren. Und das widerspricht der Auffassung eines Berufsbeamten, das widerspricht vor allem dem Berufsbeamtenrecht. Also eher Filz- und Vetternwirtschaft. Denn Clankriminalität. Nein, ich würde das noch nicht einmal so sagen. Filz- und Vetternwirtschaft, das klingt ja danach, man möchte gerne noch einen Euro dazu verdienen. Es geht darum, Leute finanziell unterzubringen. Nein, aus meiner Sicht ist das schlimmer. Es geht einfach um politische Clanstrukturen. Das heißt also, man will politische Weggefährten, die noch nicht mal die Voraussetzungen für die jeweiligen Funktionen mit sich bringen, in bestimmte Funktionen unterbringen, damit diese Leute vor Ort genau das tun, was die Parteiideologie von ihnen erwartet. Und so wird die Clanstruktur ausgebreitet. Nicht darum, dass man, ich sage mal, verdiente Leute, nur weil sie vielleicht 10 Jahre die Koffer getragen haben oder weil sie 10 Jahre lang Fahrer eines Abgeordneten waren, die will man unterbringen. Das ist es nicht. Es geht letztendlich darum, dass man über diese Leute eine gesamte Behörde voll politisieren will.